Georg V. führt als Mitglied der britischen Königsfamilie und zukünftiger König ohne Zweifel ein privilegiertes Leben. Doch das bedeutet nicht, dass der Menier Royal ein verwöhntes oder an Luxus interessiertes Kind ist. Das zeigt unter anderem eine Geschichte, die Rebecca English, eine Korrespondentin der britischen Zeitung Mail Online, zu berichten weiß. So soll Prinz Georg mit seiner Schwester Charlotte zu Besuch bei der Mutter von Herzogin Katharine, Carole Middleton, gewesen sein. Die betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Michael Middleton eine erfolgreiche Firma für Partyartikel und Planung mit Namen Partypiece. English schreibt, dass Georg dabei gesehen wurde, wie er einen Ladenbesitzer spielt und von seiner Großmutter eine Süßigkeitenbelohnung dafür erhalten hat. Nicht das erste Mal, dass der Mini von seiner Oma mit Süßen bedacht wurde. Eines Abends habe Katte bei ihrer Mutter angerufen, die auf Prinz Georg aufgepasst habe. Da habe Georg ausgeplaudert, dass er von seiner Granit Chips zum Abendessen bekommen habe. Etwas, worüber Katte herzhaft gelacht habe. Katte versteht nur zu gut, dass es das Privileg der Großeltern ist, ihre Enkel zu verwöhnen, schreibt English. Auch an weiteren Details aus dem Leben des kleinen Prinzen erkennt man, wie normal er lebt. Von Prinz William weiß man zum Beispiel, dass Georg ein Fan der Kinderfilmfigur Feuerwehrmann Sam ist. Feuerwehrmann Sam, in der Serie bekam er deswegen sogar einen Gastauftritt und auf Autofahrten das Buch Gryffalo gerne vorgelesen bekommt. Außerdem ist er fasziniert von Autos, Flugzeugen und Zügen, wie seine Eltern bei diversen Presseterminen verrieten. Wie aufregend! Prinz Georg begutachtet einen Helikopter in Hamburg. Wie aufregend! Prinz Georg begutachtet einen Helikopter in Hamburg. Dass Georg tatsächlich an Technik interessiert ist, zeigte sich bei seinem ersten Deutschlandbesuch im Juni 2017. In Hamburg dürfte er sich einen Helikopter aus der Nähe ansehen und konnte sein Glück offenbar kaum fassen. Das zeigt ein Foto des Moments. Prinz Georg mit Vulkanbild und Schwester Charlotte. Prinz Georg mit Vulkanbild und Schwester Charlotte. Auch ein eher ungewöhnliches Naturphänomen hat die Nummer 3 der britischen Thronfolge offenbar in den Bann gezogen: Vulkane und Lava. Stolz trug Georg bei einem Spielnachmittag mit Mama Kate und Schwester Charlotte im Juni 2018 ein selbstgemaltes Bild von einem Ausbruch bei sich.